600 Festnahmen, 2250 Beamte im Einsatz. Das ist die Bilanz nach mehreren Corona-Demos am Sonntagabend. Trotz vorheriger Verbote versammeln sich rund 5000 Querdenker in der Hauptstadt verteilt. 2250 Polizisten aus ganz Deutschland gehen mit Reizgas und Schlagstöcken auf die Demonstranten los. Dabei gibt es rund 600 Festnahmen. Der Grund? Viele von ihnen halten keinen Abstand oder tragen keinen Mundschutz. Mehrere Polizisten wurden bei dem Einsatz verletzt. Bereits am Mittag spitzt sich die Lage zu. In Mitte an der Siegessäule werden drei Wasserwerfer zur Abschreckung positioniert. Es gibt bereits erste Festnahmen. Rund 2000 Demonstranten kommen hier zusammen. Der Platz rund um den großen Stern wird weiträumig abgeriegelt. Mehrere Polizeiwagen und ein Hubschrauber sind vor Ort. Immer wieder versuchen einzelne Menschen durch die Absperrung zu kommen, weil in diesem Bereich für die Initiative Querdenken 711 eine Kundgebung angemeldet wurde. Doch das Oberverwaltungsgericht hatte sie bereits am Samstag verboten. Doch am Nachmittag bietet sich den Polizeibeamten eine chaotische Lage. Die Demonstranten ziehen in mehreren Strömen über den Tiergarten nach Charlottenburg, nach Schöneberg und ein Teil von ihnen später nach Kreuzberg. Eine besonders schwere Situation auch für die Beamten in Mitte. Hier können viele Demonstranten ungehindert durch die Straßen ziehen. Den ganzen Tag über herrscht großes Verkehrschaos. Der Straßenverkehr ist sehr eingeschränkt. Laut Polizeiangaben hätten größere Personengruppen versucht, sich an mehreren Orten zu versammeln. Die Polizei geht immer wieder mit Schlagstöcken und Reizgas dazwischen. Am Abend hat sich die Lage beruhigt. Gegen 9:30 twittert die Polizei, dass sich auch die letzten Ansammlungen zerstreut haben. Wir sind Bild und wir liefern dir deine News auf YouTube. Zum nächsten Video kommst du hier und vergiss bitte nicht, unseren Kanal zu abonnieren.